Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zum nächsten Part von Rise of the Ronin. Ein bisschen mit Auditune, hab gehört, das funktioniert ganz gut. Wir sollen uns jetzt zum Freudenviertel begeben und uns da mit dem Kollegen treffen. Ich habe schon wieder seinen Namen vergessen, ganz ehrlich gesagt, ich merke mir die ganzen Namen nicht. Aber zum Freudenviertel können wir auch schnell reisen. Grüße! Ob die anderen wohl schon alle da sind? Werden wir gleich sehen. Und? Wollen wir reingehen? Wenn ich drin eine lebenslustige Frau finde, hab vielleicht sogar ich heute Spaß. Okay, was für eine Ansage, Alter. Geh zum Bankett des Shoshu-Clans. Nendrenalo. Die Botschaft wurde niedergebrannt. Ja. Das hohe Tier soll den Schwanz eingezogen haben und abgehauen sein. Meinen Sie? Wer ist er? Alcock? Irgend sowas. God damn. That racism. Ich kann den Anblick der Verwundeten nicht vergessen. Dabei wollte ich mich hier ablenken. Ja, es geht nicht so einfach. Hey, sieh gut her. Dir könnte etwas entgehen, wenn du auch nur einmal blinzelst. Der Typ ist ja komplett im Arsch. Hey, sagt ihm hier, wie gut ich bin. Meine Geheimtechniken sind schon was Besonderes, nicht wahr? Was hat der für eine Stirn, Alter? Ich spreche von meinen geheimen Kampftechniken. Die mächtigen Kampfkünste der Choshu! Kennt ihr diesen aufdringlichen Mann? Dann seid so gut und befreit mich von ihm. Ist aber eine hässliche Alte. Sternhagel voll. In dem Zustand könnte er sogar uns Probleme machen. Moment. Du hast mich noch nie kämpfen gesehen, oder? Dann steh dich auf was ein. Okay. Da ist dann eine Geisha, die dir gefallen würde. Andere warten auf dich. Ach ja? Na, dann gehe ich besser und sorge für gute Stimme. Ja, verpiss dich. Oh, vielen Dank. Das weiß ich zu schätzen. Na, kein Problem. Also dann. Adios. Nicht gerade die Sorte Mann, die man hier für gewöhnlich sieht. Ich frage mich, wer das war. Gute Frage, Alter. Der Typ sieht mir aus, als würde er Probleme machen können. Ach so reden die ja. So, dann da. Seid ihr da? Wir haben schon ohne dich angefangen. Bin gespannt. Damit kommen wir der Verwirklichung der Vision von Meister Shoin einen entscheidenden Schritt näher. Das muss die Stimme von Trunks sein, Alter. Es war nur eine Frage der Zeit, bis da die Cholera ausbricht. Gut, dass wir alles abgefackelt haben. Wo wir gerade bei Cholera sind. Am Sumida-Fluss soll ein Feuerwerk zu Ehren der Opfer veranstaltet werden. Klingt mir nach einer Falle. Ein schamloser Versuch, sich mit der Masse gut zu stellen. Aber ich mag Feuerwerke. Ein Funke, der verglüht. So will ich sterben. Hört zu, Freunde. Es ist an der Zeit, unseren nächsten Zug zu planen. Der rote Dämon ist tot. Und die britische Gesandtschaft nur noch Asche. Jetzt sehe ich die einmalige Gelegenheit. Okay. Dass wir das Shogunat stürzen. Wir erlangen die Kontrolle und verteidigen Japan vor dem Westen. Hat er was im Auge? Jawohl. Und wir erschaffen die Welt, die Meister Shoin wollte. Ich habe auch schon einen Vorschlag, was wir als nächstes tun sollten. Ich glaube, das ist sehr. Kaishu Katsu umbringen. Oh, okay. Nach dem Tod des Roten Dämons gehört er zum Kern des Shogunats. Und es heißt,
Er werde dem Feuerwerk beiwohnen. Katsu? Der nächste Taugenichts, der hoch hinaus will. Ist der denn den Aufwand überhaupt wert? Die mit Ambitionen muss man im Auge behalten. Nicht, dass ich auf Ratschläge von einem Trunkenbold angewiesen wäre. So wie uns, oder? Wenn wir nur wenige sind, werden wir keine Aufmerksamkeit erregen. Bereit, zum Fluss zu gehen und ihn zu erledigen? Lass, geh mal. Sehr gut. Wir zählen auf dich. Sakamoto, du kommst doch auch mit, oder? Ja. Wenn es das ist, was Meister Shuin gewollt hätte. Ich glaube nicht, Alter. Ich glaube, er nutzt es irgendwie aus. Ich gehe vor und erkunde die Lage. Treffen wir uns an der Asuma-Brücke. Okay, dann treffen wir uns halt auf der asozialen Brücke. Weil die sind entfernt, kann ich da schnellere Sinn machen? Komm ich da runter? Ist das weit weg? Okay. Aber mitten in der Stadt ist Pferdkult, oder? Okay, wieso flatter ich hänge nicht hin? Das ist ja nicht weit weg, Alter. 480 Meter. Ja, das ist eh die Brücke, oder nicht? Sieht aus wie so eine Jagdmarkt. So ein in Bosnien heißt das Piazza, also quasi so ein Flohmarkt, man. Ah, du bist das. Na, wer soll es sonst sein? Ich hoffe, es gab unterwegs keinen Ärger. Nee, warum auch? Katsu ist ein wichtiger Mann. Er wird sicher in einem der mittleren Boote sein. Okay. Sobald das Feuerwerk beginnt, müsst ihr ihn unbemerkt finden. Entweder schleicht ihr über die Dächer der Boote oder ihr schwimmt dorthin. Ich werde es Sakamoto und dir überlassen, ihn zu erledigen. Ich werde währenddessen hierbleiben und die Männer des Shoguns aufhalten. Also, bist du bereit, Katsu zu töten? Ja, ich muss, also, dann geht das die Mission weiter. Müsste bald beginnen. Wartet bis dahin. Ich bin bereit. Ich glaube, dass wir hier einen Scheiß machen, Alter. Was passiert? Ja, warte kurz, Spider-Man geworden, ey. Oh lol. Komm. Ja, da war keine Chance gehabt. Wir wollten ja eigentlich da oben rauf, ne? Muss auch die andere Richtung gehen, ne? Was ist mit dem Typen, oder was? Okay.
Kagia! Okay. Tamaya! Kommt man da einfach hoch? Ne, kann man da. Wie geht's denn hier weiter, Alter? Er muss ja. Bin ich hier richtig, Mann? Ich glaube nicht, oder? Ah, ich verstehe schon. Ist jetzt da hoch oder nicht? Optional besiege würdige Gegner, okay. Komm so raus. Was ist das mit ihm? Aber er hat den Rechen dabei, oder was? Boom. Und relativ schneller Angriff, ganz ehrlich gesagt. Also jetzt mit dem drauf, klar. Was machst du, mein Freund? Wie wär's, wenn du auf das Boot drauf gehst, Mann? Gar nicht zum Zug kommen lassen. Lass nicht den Kopf hängen. Ach, leck mich doch, Mann. Komm ich da oben rauf? Ja. Bumm. Ich sehe ihn jetzt, Alter, da. Alter, das war auf jeden Fall unfair. Alter, einfach gar keine Chance, Mann. Meter. Und der soll hier irgendwo sein, oder was? Da komme ich ja nicht drüber, oder? Kommen wir da nicht mehr drüber. Boom.
Alter, auftauchen, auftauchen, Alter. Bist du dran? Ja, Leute, er ist einfach gestorben. Ne, warum auch nicht? Jetzt mit dir außer Haus können. Ich wollte eigentlich ganz erzählen da machen. Ja, Alter, wenn der eben so eine ganze Kugelflotte in den Rücken reinschießt. Ist sich klar, dass da nichts mehr steht. Also wir kämpfen uns jetzt gerade von Schiff zu Schiff. Und ich weiß ganz genau, dass auf dem größten Schiff der Typ da ist. Du findest heraus, wo er ist. Ja, er wird da sein, Mann. Warum mit den Fäusten? LOL! Mit den Fäusten, Mann. Das Problem ist halt, er attackiert die ganze Zeit den anderen. Schon. Deine Art zu kämpfen ist effektiv. Lol. Mehr. Ja, da wird glaube ich zwei. Das ist nicht gut. Hä? Was? Warum kämpfst du nicht dein Schwert? Oh, lol. Piss dich, Alter, lass mich mal in die Ruhe helfen. Ich danke dir. Viel besser. Hält sich, Alter, wenn mich trifft mit dem Scheiß. Bin ich drauf gegangen, Alter. Boom. Alter, okay. Das ging aber brutal rein. Also jetzt zieht er seine Klinge, oder was? Dieser Typ auf einmal. Nun, ich nehme an, ihr beide habt euch mit diesen Verbrechern eingelassen, die dem Shogunat den Krieg erklären wollen. Kämpfen ist doch langweilig. Jemand sollte den Armeen das Schießpulver stehlen. Und dann könnten wir ein großartiges Feuerwerk veranstalten. Aber haben wir wieder eine neue Fraktion, Mann.
Komm jetzt gerade mal klar mit der ersten, Alter. Die Rebellen sind zu weit gegangen. Doch den Krieg wollen sie zurecht. Das Shogunat hat Meister Shuin getötet. Und deshalb wollt ihr den Shogun stürzen? Na gut. Und dann? Du denkst doch nicht etwa, du könntest die schwarzen Schiffe mit diesem Schwert versenken. Wenn du eine bessere Idee hast, dann nur raus damit. Los! Ich höre! Brauchen wir so einen Hawk? Die habe ich in der Tat. Japan braucht eine eigene Marine. Hätten wir schwarze Schiffe, würden die Ausländer sich zweimal überlegen, ob sie in unser Gebiet segeln. Hab ich recht. Was das Shogunat angeht, habt ihr schon recht, es ist eine lahme Ente. Von innen betrachtet kann man das leider nicht anders sagen. Okay. Es wäre doch wirksamer, seinen Zustand zu verbessern, statt seine Zeit damit zu verschwenden, es zu stürzen. Was denkt ihr? Wollt ihr beide mir dabei helfen? Ja, schließt sich Save an. Brandstiftung. Ist es das, was Shoin wollte? Definitiv nicht, glaube ich, Alter. Ja, ich schlage ein, oder? Oh nein, ich dachte nicht. Also ganz ehrlich gesagt, ich habe ihm zwei Messer reingerannt, zwei Katanas und habe ihm in der Mitte durchgeschnitten und er steht noch immer. Okay. Hey! Ja. So Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal. Servus.